Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 55 Weiß wie Schnee. Am Dienstag wollte Draco seinen Termin für die Untersuchung im St. Mungus schon absagen, weil sein Patenonkel im Krankenflügel bei Madame Pomfrey lag und er sich um ihn sorgte. Wie es aussah, hatte Severus aus lauter Unachtsamkeit, was sich Draco allerdings schwerlich vorstellen konnte, Tränke und Pastillen eingenommen, die aufeinander reagiert hatten. Während er ihm einen Besuch abstattete, erklärte Severus ihm mit leiser, ruhiger Stimme, fast so, als würde er unterrichten. Der Trunk des Friedens harmoniert überhaupt nicht mit dem Stärkungstrank und den Zutaten der anderen Mittel. Das hat erst unmerklich extra Systolen erzeugt, später dann ein Kammerflimmern und zuletzt eine glücklicherweise nicht ernstzunehmende, temporäre ventrikuläre Tachykardie. Die Stirn in Falten gelegt, fragte Draco besorgt. Aber du wirst doch wieder gesund, Onkel. Sein Patenonkel zog die Augenbrauen zusammen und antwortete etwas erbost. Natürlich. Was habe ich dir denn eben erklärt? Hast du denn nicht zugehört? Draco hatte seinem Patenonkel zugehört. Nur hatte er kein Wort von dem verstanden, was sein Onkel ihm gesagt hatte. Doch es tröstete ihn zu erfahren, dass er keinen bleibenden Schaden davontragen würde. Im St. Mungus wurde Draco auf eine Station geschickt, wo er trotz Termin einige Stunden warten musste, weil zwei Notfälle reingekommen waren, die der sofortigen Aufmerksamkeit bedurften. Unkonzentriert blätterte er in den Magazinen, die im Wartezimmer auslagen, während er ab und an die anderen Wartenden über den Rand der Zeitung hinweg beobachtete. Ihm gegenüber saß ein alter Mann, dessen Kopf und Hände unkontrolliert zuckten und zitterten, doch geistig schien er, was Draco aus einem Gespräch mit einer Schwester entnehmen konnte, völlig normal zu sein. Den Tagespropheten hielt sich Draco eher als Schutz vor das Gesicht, denn er wollte nicht, dass man möglicherweise mit dem Finger auf ihn zeigte, falls jemand ihn erkennen sollte. Vor Aufregung waren seine Hände ganz schwitzig, sodass die Druckerschwärze sich an ihnen abzeichnete. Mit einem Wink des Zauberstabes würde er sie nachher säubern, wenn er aufgerufen werden würde. Eine Frau mit einem Kleinkind wurde als erste aufgerufen. Sie wartete bereits seit 3 Stunden. Der alte Mann wäre auch noch vor Draco dran. Als auch der endlich das Wartezimmer verließ, war Draco allein. Erleichtert aufatmend legte er die Zeitung weg und säuberte die schwarzen Hände. Mit überschlagenem Bein wartete er lässig darauf, aufgerufen zu werden. Plötzlich trat ein Patient ins Wartezimmer und als Draco ihn erkannte, erstarrte er. Neville Longbottom stand in der Tür zum Wartezimmer und blickte ungläubig zu Draco hinüber, bevor er sich zusammennahm und ihn mit einem leichten Kopfnicken grüßte und gleich darauf gegenüber von ihm Platz nahm. Neville saß fast bewegungslos und etwas in sich zusammengesackt auf seinem Stuhl, während sich ausschließlich seine langen Finger nervös bewegten. Die Augen hatte er starr auf den kleinen Tisch mit den vielen Zeitungen gerichtet, um sein Gegenüber nicht ansehen zu müssen. Draco blickte demonstrativ aus dem Fenster hinaus und vermied Augenkontakt mit seinem ehemaligen Schulkameraden. Doch irgendwann dachte er sich, dass ihr Verhalten kindisch wäre,
weswegen er sich räusperte. Sofort erhielt er Nevilles Aufmerksamkeit. Bevor Draco den Augenkontakt wieder verlieren würde, fragte er recht lässig. Auch Probleme mit den Genen? Neville errötete leicht, nickte jedoch zustimmend, bevor er fragte, du offenbar auch? Die Situation schien Neville sehr unangenehm zu sein, doch Draco war sichtlich erleichtert, dass nicht nur er Probleme hatte. Ein lockeres Gesprächsthema wollte sich unter diesen Umständen jedoch nicht einstellen, weshalb sich beide weiterhin peinlich berührt anschwiegen. Eine Schwester trat herein und fragte Neville, »Wir haben bei Ihnen noch kein Blut abgenommen, oder?« Neville verneinte wortlos, bevor die Schwester sagte, »Dann können Sie gleich ins Zimmer nebenan gehen, Mr. Longbottom.« Neville erhob sich und staunte nicht schlecht, als er Draco sagen hörte. »Bis später.« Tatsächlich hielt sich Draco noch immer im Wartezimmer auf, als Neville von der Blutabnahme zurückkam. Er war sehr bleich im Gesicht und rieb sich die rechte Armbeuge, was Draco zum Grinsen brachte. Sich rechtfertigen wollend, erklärte Neville mit zarter Stimme. War eine Auszubildende, die musste viermal ihren Stab ansetzen, bis sie endlich Blut abnehmen konnte. Draco nickte verständnisvoll, womit er Neville ein gezwungenes Lächeln abrang. Doch noch immer wollte kein Gespräch zustande kommen. Doch da wurde Draco auch schon von einer Schwester aufgerufen. Nochmals nahm man ihm Blut ab. Aber am meisten Zeit beanspruchte die Prüfung der Stärke und Zusammensetzung seiner eigenen Magie, um dort eventuelle Mutationen feststellen zu können. Heiler und Schwestern richteten nacheinander ihre Stäbe auf ihn und sprachen Zauber, die er nie im Leben gehört hatte. Manchmal warnten die Heiler ihn, wenn der nächste Zauber etwas wehtun könnte, und er war dankbar dafür. Aufgrund der Erkrankung seines Vaters und Großvaters untersuchte man natürlich besonders seine Augen, und das war richtig schmerzhaft, trotz Warnung. Eine Stunde und vier Heiler später saß Draco mit durch die Untersuchung sehr beanspruchten und daher tränenden Augen einer jungen Frau gegenüber, die er nicht viel älter als sich selbst schätzte. Sie lächelte ihn nett an, bevor sie einige Unterlagen durchging. Nach einem kurzen Moment fragte die Professorin ihn freundlich. »Nun, Mr. Malfoy, wenn Sie sich längere Zeit in der Sonne aufgehalten haben, sind Sie denn jemals braun geworden?« Draco überlegte nicht lange, sondern antwortete ehrlich. »Nein, ich habe höchstens einen Sonnenbrand bekommen.« Die Professorin blickte ihn an und nickte verständnisvoll, bevor sie einmal tief Luft holte und ihm mit ruhiger Stimme offenbarte. »Ihr Problem, Mr. Malfoy, sind weniger die Augen. Gut, dass Sie sich so zeitlich zu einer Untersuchung entschlossen haben. Ihre Augen werden wir behandeln können, noch bevor sich Beeinträchtigungen bemerkbar machen. Was mir jedoch Sorgen bereitet, ist ein Gendefekt, der Ihre Haut betrifft. Ihre Zellen können kaum noch Farbpigmente herstellen, was ihren hellen Teint erklärt. Das ist auch der Grund, warum die Haut nach Sonneneinwirkung nicht bräunt, sondern sich gleich entzündet. Wenn das nicht behandelt wird, Mr. Malfoy, dann kann eine Sonnenallergie die Folge des Gendefekts sein. Da müssen wir entgegenwirken.« Draco schluckte so laut, dass die junge Professorin das hörte und ihm mutgebend eine Hand auf den Unterarm legte, bevor sie beruhigend sprach. »Keine Sorge, es kann behandelt werden. Zumindest so behandelt werden, dass sie sich tagsüber weiterhin völlig normal draußen aufhalten können.« Es war ihm nicht bewusst gewesen, dass er den Atem angehalten hatte, den er jetzt zittrig aushauchte. Draco fühlte sich schlecht. Eigentlich wollte er ihr noch viele Fragen stellen, aber er brachte kein Wort heraus. Die Professorin tätschelte
wie sie es wohl schon oft bei anderen Patienten gemacht hatte, weiterhin Dracos Unterarm, bis er sich endlich gefasst hatte. Ich gebe Ihnen Informationen mit, welche Heilmethoden für Sie in Frage kommen. Lesen Sie sich bitte alles in Ruhe durch. Sie können innerhalb der nächsten 4 Wochen einen Termin mit mir vereinbaren, damit wir die Behandlung beginnen können. Machen Sie sich nicht zu viele Sorgen, Mr. Malfoy, sagte sie lächelnd, bevor sie sich erhob. Sie gab ihm 2 kleine Heftchen mit Informationen, bevor sie ihn zur Tür begleitete und abschließend sagte: Ihr Vater ist derzeit in Behandlung. Wie sieht es mit Ihrer Mutter aus? Es wäre möglich, dass Sie, Mr. Malfoy, diese Erkrankung von ihr geerbt haben. Denn in den Akten Ihres Vaters deutet nichts auf einen Pigmentmangel hin. Sie können Ihre Mutter auch gern beim nächsten Termin mitbringen. Bevor er das Hospital verließ, setzte sich Draco in der großen Eingangshalle in einer Ecke auf einen Stuhl, der von hochgewachsenen Farnpflanzen umringt, Schutz vor neugierigen Blicken versprach. Seine jetzt nicht mehr nur von den Untersuchungen tränenden Augen trocknete er mit einem Taschentuch, bevor er seine Stirn in die Hände legte. Er beugte sich leicht nach vorn und versuchte, sich mit kontrollierten Atemzügen zu beruhigen. Auch wenn der Platz in der Ecke zwischen all dem Grünzeug so versteckt lag, hatte eine Person ihn doch gesehen. Mit 3 Informationsbroschüren in der Hand näherte sich Neville der Ecke, in der Draco etwas Ruhe suchte. Vorsichtig nahm er Platz und er räusperte sich, damit Draco auf ihn aufmerksam wurde. Den Kopf hebend blickte Draco seinen ehemaligen Schulkameraden kurz an, bevor er seine Augen wieder auf den Boden richtete. Neville konnte Draco seit der Schulzeit nicht ausstehen, doch von Harry wusste er, dass er sich jetzt verändert hätte und anders wäre als früher. Er konnte sich gut vorstellen, dass der Krieg eine Person ändern könnte. Auf der Party von Tonks und Remus hatte er Susan und Draco Händchen halten sehen, was er im ersten Moment gar nicht glauben konnte. Der arrogante Reinblüter war in ein Halbblut verliebt und allein diese Tatsache machte ihm Draco etwas sympathischer, weshalb er sich zu der Frage hinleiten ließ. Ist alles in Ordnung? Wieder blickte Draco auf, doch er nickte nur, bevor Neville erneut fragte: Man wird dir doch helfen können, oder? Neville hatte nicht einmal eine Vermutung, mit welcher Art Krankheit Draco sich herumschlagen musste. Das Spektrum und die Variationsmöglichkeiten der vererbten Erkrankungen waren enorm. Luna und er selbst müssten mit keinerlei Krankheitsausbrüchen rechnen, doch die Ärzte legten beiden aufgrund ihrer reinblütigen Abstammung nahe, sich dennoch aus vorbeugenden Gründen untersuchen und gegebenenfalls behandeln zu lassen, damit zukünftig geplanter Nachwuchs es nicht schwer haben würde. Was ist mit dir? Fragte Draco unverhofft, sodass Neville ins Stottern kam. Das ist nur Prophylaxe, weswegen ich hier bin, antwortete er abgehackt. Draco zog eine Augenbraue in die Höhe, bevor er fragte: Und weswegen? Er wollte den Namen der Krankheit erfahren, weswegen Neville sich behandeln lassen würde, doch der schien sich wegen des Themas unwohl zu fühlen. Nach kurzem Zögern hielt er Draco einfach eine der Broschüren unter die Nase, die man ihm mitgegeben hatte. Die Überschrift lautete Arachnodactylie, Spinnenfingerigkeit. Auf dem 2. Informationsheftchen stand Veränderung der Wirbelsäule, Skoliose und Hyperkyphose. Und der 3. Titel lautete Schwache Muskulatur, Muskelhypotrophie.
Draco begrüßte diese stille Art der Konversation. So konnte man ohne Worte dem Gegenüber mitteilen, welche Erbkrankheiten in einem schlummerten, weswegen er Neville seine beiden Broschüren mit den Titeln Pigmentstörung, Albinismus und Makuladegeneration und Retinopathia pigmentosa zeigte. Nachdem Neville den letzten Titel gelesen hatte, sagte er überrascht klingend: Luna hat die Broschüre auch bekommen. Wegen ihrer Augen, weißt du? Mit den weniger ernst gemeinten Worten: Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Verabschiedeten sich Neville und Draco voneinander, nachdem sie zusammen das Hospital verlassen hatten. Am Abend besuchte Draco nochmals Severus, der laut Madame Pomfrey über Nacht hier im Krankenflügel bleiben sollte und erst morgen früh wieder in seine Büroräume zurückkehren konnte, bevor er sich auf zu Susan machte. Als sie ihm öffnete, umarmte er sie sofort und er vergrub sein Gesicht in ihrem langen, roten Haaren. Er drückte sie ganz fest an sich, sodass Susan stutzig wurde, weshalb sie zögernd und leise fragte, ob alles in Ordnung wäre. Draco lockerte die Umarmung nur ein wenig, damit er ihr in die Augen blicken konnte, um lächelnd sagen zu können: Es ist nicht hoffnungslos. Er hauchte ihr einen Kuss auf den Mund und sagte danach sehr gefühlvoll: Ich möchte mich noch einmal bei dir bedanken, Susan, dafür, dass du mir alles gesagt hast, damit ich mich rechtzeitig darum kümmern konnte. Und ich kann gar nicht oft genug um Verzeihung bitten, dass ich dich den Abend so... Sie legte eine Fingerspitze auf seinen Mund, bevor ihre Lippen folgten. Der Kuss war so innig geworden, dass Draco ihn abbrechen musste, um nicht zu weit zu gehen. Doch Susan war anderer Meinung. Sie führte ihn zur Couch und setzte sich hin, während sie ihn mit zu sich hinunterzog. Sie küssten sich erneut und fuhren sich gegenseitig durch das Haar oder streichelten die Wange des anderen. Er drückte sie wieder fest an sich und küsste die Seite ihres Halses hinauf bis an ihr Ohr, wo er an der zarten Haut nippte. Die Laute, die Susan von sich gab, versicherten ihm, dass sie seine Liebkosung willkommen hieß. Als seine Lippen wieder nach unten wanderten und an den Kragen ihrer weißen Bluse stießen, überraschte es ihn, als sie sich kommentarlos von ihrem Oberteil befreite und die Bluse achtlos auf den Boden warf. Mit weit aufgerissenen Augen betrachtete er sie voller Verzückung. Ihr Brustkorb hob und senkte sich mit ihrer heftigen Atmung und so auch ihre nur noch leicht bedeckte Weiblichkeit. Der zauberhafte Anblick paralysierte ihn und er konnte nichts anderes mehr tun, als ihr beim Atmen zuzusehen. Weil er mit großen Augen und leicht offen stehendem Mund ihre femininen Merkmale bewunderte, überkam Susan plötzlich Unsicherheit über das eigene Aussehen, sodass sie ihre Arme verschämt vor sich verschränkte. Doch Draco ergriff ihre Hände und zog sie dichter an sich heran, bis sie sich beide erneut umarmten. Als sich beide eng umschlungen und küssend von der Couch erhoben und Susan die Knöpfe seines Seidenhemdes öffnete, überkam ihn selbst das Gefühl der Unsicherheit. Die einzige Erfahrung, die er auf diesem Gebiet machen durfte, bestand daraus, sich jahrelang eine aufdringliche Pansy vom Leib zu halten. Als Susan ihn auch noch langsam in Richtung Schlafzimmer führte, während sie weiterhin sein Gesicht mit Küssen bedeckte, wurde ihm mulmig bei dem Gedanken, was jetzt folgen würde. Denn während seiner Schulzeit war er keinem Mädchen so nahe gekommen, wie er nun Susan nahe gekommen war. Während sie, wie vorhin schon auf der Couch, dieses Mal auf dem Bett Platz nahm
und ihn zu sich herunterzog, da befürchtete er, etwas falsch machen zu können, weswegen er sie einfach wieder umarmte. Ihre nackte Schulter bedachte er so zart wie der Flügelschlag eines Schmetterlings mit vielen Küssen. Denn damit konnte er keinen Fehler begehen. Doch dann legte sie sich auf den Rücken und in diesem Moment befürchtete er, sie womöglich zu enttäuschen. Sie musste seine Sorge in seinen Augen erkannt haben, denn sie richtete sich wieder auf und fuhr einfühlsam mit einer Hand über seine Brust, bevor sie sich zu ihm beugte und ihm flüsternd gestand, dass er ihr Erster sein würde. Und erst in diesem Moment fielen alle Bedenken und Befürchtungen von ihm ab. Im Krankenflügel von Hogwarts war der Teufel los, denn Severus hatte sich am späten Abend mit Madame Pomfrey angelegt. In seinem Bett sitzend knurrte er zur Poppy hinüber, die gerade einige Fläschchen in die Vitrinen stellte. »Sie können mich nicht gegen meinen Willen hier behalten!« »Ha, und ob ich das kann, Severus? Sie bleiben hier und ruhen sich aus, bis die Auswirkungen der Medikamente sich verflüchtigt haben.« meckerte sie. »Poppy?« zischelte Severus drohend. »Severus, es ist jetzt genug. Ich werde sie nicht auf ihr Zimmer schicken. Da habe ich nämlich überhaupt keine Kontrolle mehr darüber, was sie sich aus ihrer kleinen Hausapotheke noch so zu gönnen gedenken. Hören Sie jetzt auf, sich wie ein unreifer Schuljunge aufzuführen.« Rügte Poppy ihn. Für einen Moment war Severus baff wegen Poppys Bemerkung. Er würde sich wie ein unreifer Schüler aufführen? Aber er wollte nicht aufgeben. Mit gezwungen ruhiger Stimme sagte er: »Ich kann genauso gut in meinem Bett schlafen und ich verspreche Ihnen, dass ich nichts zu mir nehmen werde.« Poppy blickte ihn streng durch verengte Augenlider an. Den Blick kannte er von ihr nur zu gut, denn damals hat er sich oft genug von ihr gesund pflegen lassen müssen, weil die Scherze seiner vier Freunde ihn durchaus auch mal Wunden zugefügt hatten. Ihr Blick bedeutete, dass sie nicht nachgeben würde. Nur mit Besonnenheit könnte man an ihren Verstand appellieren und ihr klar machen, dass er ein erwachsener Mann war, der gut auf sich selbst aufpassen konnte. Oft genug hatte er dies ja wohl schon bewiesen, wenn sie den gestrigen Tag mal außen vor ließ. »Severus?« fragte sie mit einer hochgezogenen Augenbraue. »Hm?« summte er friedvoll zurück. Sie näherte sich seinem Bett und fragte, während sie eine Hand in die andere legte, fast als würde sie eine Antwort erflehen. »Was war das für ein Druck, den Sie schon gestern auf dem Herzen gespürt haben?« »Wer hat ihn davon?« »Ah, natürlich, Mr. Potter, richtig?« fragte er lächelnd, aber nur, um ihr somit seine Zähne zu zeigen. Mit sanfter, ernsthafter Stimme sagte sie: »Sowas ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, Severus. Harry hat nur mit mir gesprochen, weil er sich Sorgen um sie macht. Er meinte, sie hätten zu ihm gesagt, ich könne ihnen nicht helfen und...« Sie hielt inne, als er ihr nicht mehr zuzuhören schien, denn sein Blick war ganz glasig geworden und seine Zornesfalten im Gesicht hatten sich geglättet. Langsam wandte er seinen Blick von ihr ab und ließ den Kopf hängen. Ihre Schritte hallten durch das leere Zimmer, als sie sich ihm näherte und, was sie sonst nie machte, auf dem Krankenbett Platz nahm, in dem er lag. Sie zögerte sehr lange, denn sie wusste nur zu gut, dass Severus körperlichen Kontakt nicht schätzte. Doch dann ergriff sie entschlossen seine beiden Hände, sodass er wieder zu ihr aufblickte. In seinen Augen erkannte sie so viel Kummer und Schmerz, ähnlich wie in den Augen von Meredith Baerbaum, die ihre Familie verloren hatte. »Was bedrückt dich, Severus?« fragte sie dieses Mal aufmunternd und vertraut klingend. Doch er blickte schnell wieder weg, damit sie seine Augen nicht sehen konnte.
Schon einmal hatte er Angst gehabt, dass jemand womöglich Gefühle in seinen Augen ablesen konnte. Das war der Tag, nachdem er das erste Mal in Harrys Augen so viel Gemütsbewegung erkannt hatte. Bei ihm selbst sollte das nicht möglich sein. Aber so sicher war er sich da nicht mehr, und das verunsicherte ihn. Er war in Gedanken verloren und sich nicht mehr bewusst darüber, dass Poppy noch seine Hände hielt. Erst als sie sie einmal zusprechend drückte, da spürte er die angenehme Wärme an seinen Fingern und seinen Handinnenflächen, die ihn dazu veranlasste, zögerlich seinen eigenen Griff zu verstärken. Poppy stutzte. Das erste Mal nach seiner Schulzeit in Hogwarts ließ er eine Berührung nicht nur zu, sondern erwiderte sie sogar. Gestern Nacht, als Harry seine beiden Begleiter weggeschickt hatte, um ihr einige wichtige Dinge zu erzählen, da glaubte sie ihm nicht, dass mit Severus eine Art Veränderung vonstatten gehen würde. Doch jetzt erlebte sie es höchstpersönlich. Er hatte sich verändert. Er zeigte neue Wesenszüge, die man immer an ihm misste. Severus schien momentan so verloren wie ein kleines Kind, das man im Wald ausgesetzt hatte. Mit ungewohnt milder, warmherziger Stimme fragte sie voller Hoffnung. Warum sagst du, dass ich dir nicht helfen kann? Ich habe dich ja nicht einmal untersucht, Severus. Darf ich dich untersuchen? Ein leichtes Kopfschütteln sollte als Antwort genügen, dachte Severus. Doch er fügte trotzdem noch mit schwacher Stimme hinzu. Nein. Sie ließ jedoch nicht von ihm ab und begann mit der von ihm gefürchteten Fragerei. Hat der dunkle Lord dir etwas angetan? Ist es das? Leidest du unter einem unbekannten Fluch? Wieder ein Kopfschütteln, doch keine verbale Äußerung seinerseits. Was bedrückt dich, Severus? Als er nicht antwortete, wollte sie ihm das erleichtern, indem sie einige Beispiele gab, die ihn bedrücken könnten. Denn sie fragte: Was sorgt dich? Sind es deine Geldmittel? Möglicherweise deine Arbeit oder vielleicht... Er unterbrach Poppy, weil er keinen dritten möglichen Grund suggeriert bekommen wollte, und so sagte er wieder mit viel festerer Stimme. Es geht schon, wirklich. Der Tag gestern war nur etwas viel für mich, Poppy. Erinnerungen an... Er stockte, um offensichtlich andere Worte zu wählen, bevor er fortfuhr. Schlechte Zeiten. Ich würde gerne in meiner vertrauten Umgebung schlafen. Da fühle ich mich wohl. Während sie sein fahles Gesicht betrachtete, welches von den schwarzen, fettigen Haaren umrahmt wurde, versuchte sie zu ergründen, was er wohl vor ihr geheim halten wollte. Dass es ihm nicht gut ging, war ihren wachen Heileraugen natürlich nicht entgangen. Aber es war kein körperlicher Schmerz, unter dem Severus litt. Auch das hatte sie bemerkt. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.